Drachenlord Clementine Rainers imaginäre Freundin. So, und das ist eine Sache, die ist mir wichtig. Denn das ist eins dieser Videos, das gucke ich auch relativ oft so nebenbei beim Zocken oder so. Wir schauen das Ganze hier bei Darimond. Ist da natürlich auch wieder unten verlinkt. Worum geht es? Jemand hat 20 Minuten lang zusammengetragen, wie Rainer über eine Clementine, eine angebliche Freundin oder eine imaginäre Freundin von Rainer, wie er darüber geredet hat, dass er sie total gerne hat und dann sind sie getrennt und dann sind sie doch wieder zusammen und dann kennen sie sich schon 20 Jahre. Also es ist wirklich einfach nur schön. Genießt das, das Video ist wirklich so in der Top 10 meiner Lieblingszusammenschnitte von Video Creator. Das ist wirklich mega geil. Wenn ihr das nicht kennt, genießt das. Ich liebe es einfach nur wirklich. Komm, wir gehen rein. Let's go. Krusilis. Krusilis? Ach so, ich erinnere mich. Life is Stranger. Krusilis, ja, das ist diese miese Krankheit. Vater, das ist hier, lieben Dank. Patrick Kallenberg hat abonniert, auch dir vielen lieben Dank. Oh Gott, Leute, ich komme halt gar nicht hinterher. So, ich hab. Genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Begrüß doch endlich mal den prominenten Gast. Ich weiß nichts vom prominenten Gast. Aber ich übersehe auch immer wieder Leute, es tut mir sehr leid. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! Senior Hederin, Dankeschön für die Unterstützung. Wie wohl wann Discord? Bitten nicht bannen, danke. Tatsächlich, jetzt unironisch, gibt es irgendwann bald einen Discord, ich möchte aber noch nichts versprechen, aber da wird vielleicht im Hintergrund gewuselt und gewerkelt, mehr sage ich dazu, aber erstmal noch nicht so. Hotscam-Edition, vielen lieben Dank für den Support. Das am Anfang habt ihr euch hoffentlich selber durchgelesen. Wenn ich das wieder vorlese, sehe ich den ganzen Kommentar wieder, Lesewungel. Das werde ich jetzt aber doch mal vorlesen. Edzardler Freundin, wenn die Viper zu mir sagen, das wird Samson und ja sagen, dann habe ich eine Freundin, ja. Genauso funktionieren nämlich auch gesunde Beziehungen. So, weiter geht's. Meine Freundin muss arbeiten. Die ist auf Arbeit, die ist bei sich zu Hause. Leider. Schade. Hätte einen guten Nachtisch gegeben. Ich habe nie eine Freundin erfunden. Wenn die Weiber zu mir sagen, dass wir zusammen sind und ja sagen, dann habe ich eine Freundin. Darf ich zum Grillen kommen? Nein. Meine Freundin wird sich beschweren, wenn ich hier Damenbesuch empfange. Oh Mann. Nee, wirklich, da ist Rainer auch sehr treu erstmal natürlich. Und ja, die Freundin von ihm auch sehr eifersüchtig. Ne? Da kannst du nicht mit irgendwelchen Groupies grillen, das kannst du nicht bringen. Ne? Als absoluter Weltstar, so wie Rainer, da musst du wirklich aufpassen. Ja? Die Groupies sind einfach überall. Zu Recht nebenbei. Hab heute Morgen erst meine Freundin geliebt, das reicht mir erstmal. Du wirst nie eine Freundin haben. Sag das meiner Freundin. One week later. Drache, bist du mit deiner Freundin zusammen? Freundin? Ich dachte, ich bin Single. Und das ist es halt wirklich. Rainer macht immer das, wo er gerade Bock drauf hat, möchte aber dann nicht den Titel Lügenlord tragen, ne? Ja, es ist wirklich so genial. Glaubt ihr wirklich, Rainer hatte damals nicht zwei Freundinnen? Natürlich hatte er zwei Freundinnen. Ich glaube sogar, er hatte damals drei Freundinnen und wollte das aber nicht so krass nach außen tragen. Deswegen dachte er, ach komm, ich erzähle nur, dass ich zwei habe. Ja, ich glaube, so war das. Ja. One week later. Wie geht's dir? Auch das ist meine Antwort darauf, wie es mir geht. Dieses Gekünstelte. So diese melodramatische Musik im Hintergrund. Rainer, der ein bisschen betröppelt, guckt sich ins Gesicht was. Ja, mir geht's nicht so gut, Leute. Ach, wenn mir doch nochmal jemand was an der Wunschliste kaufen würde.
Aua, mir tut es so weh. Oh, das kann nur nachlassen, indem ihr bitte was von der Wunschliste kauft. Bitte, dankeschön. Erklärt mal, warum es dir so geht, wie es dir geht. Geht euch das irgendwas an? Ich kann meinen Schmerz mit euch teilen, wenn ihr unbedingt was besteht, aber ich werde nicht erzählen, warum ich den Schmerz habe. Hast du Liebeskummer? Es ist Freundin und Liebeskummer ist eigentlich logisch, dachte ich. Also so viel Intelligenz habe ich euch eigentlich zugetraut. Auch genial, wirklich. Da sind Leute, die machen sich, warum auch immer, Sorgen, weil Rainer da sein Schmierentheater durchzieht. Ja, dann fragen die, hey Rainer, geht's dir gut? Hast du Liebeskummer? Und alles, was Rainer darauf antwortet, auf die Leute, die sich Sorgen um seinen Zustand machen. Ja? Also versteht mich nicht falsch, ich mache mir auch Sorgen um Rainers Zustand, aber ein bisschen anders. Ist ja aber auch erstmal egal. Ja? Die werden dann noch abgewiesen mit einem, ich habe ja vorhin Freundin erwähnt, so viel Intelligenz habe ich euch schon zugetraut. Wirklich so ein sympathischer Mensch. So ein unendlich sympathischer Mensch, Brudi. Wow, geil. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich finde eine neue Freundin. Er sagt, dass ich überhaupt eine andere will. Ich habe überhaupt nichts falsch gemacht. Das ist typischer Rainer. Ich habe erstmal überhaupt nichts falsch gemacht. Ja, ja, genial. Bei mir lief alles richtig, keine Sorge. Das ist die Ironie daran. Und das ist nicht mal eine Haterin gewesen dieses Mal. 2 weeks later. Hallo, geht's dir besser wegen letzten Mal? Liebeskummer, letztes Mal, hör was? Ich hab seit Ewigkeiten kein Liebeskummer gehabt. Ja, ich hab schon viel gesagt in der Tag lang. Es ist ja schon mal aufgefallen, dass ich der Lügenlord bin. Da ist er schon bitter, Alter! Da ist er schon bitter, Alter! Yeah! Diese Musik immer. Ich finde das mega geil. Ich liebe dieses Video einfach nur, wirklich. Also, ich finde es schön, dass es an der Stelle einfach selber zugibt, dass er sowieso der Lügenlord ist. Aber ganz ehrlich, warum sollte man als Zuschauer bei einem Rainer Winkler ihn überhaupt noch ernst nehmen? Mal ohne Witz. Ja, Rainer möchte immer ernst genommen werden. Die Leute sollen doch zuhören. Die Politik sollte mal was an Mobbinggesetzen ändern, was auch immer das heißen soll. Ja, dies, das, jenes. Und dann kann man ihn sowieso nicht ernst nehmen, weil er lügt ja sowieso nur rum. Ja, das ist so genial, wirklich. Ah, Leute, es ist einfach schön. 1 week later. Ich hab euch getrennt. Ich hab was mit einer anderen gehabt, sie was mit einem anderen und einer anderen. Hab ich mir gedacht, okay, YOLO. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr. Ich muss sie leider enttäuschen. Sie ist frei erfunden. Genial. Wenn ich traurig bin und mit niemandem reden will, dann halte ich auch mal mein Gesicht in einen Online-Stream und rente Zuschauer an. Ja, normal. Normal welche Stunden. Das macht jeder zur Stressbewältigung. Oder zur Trauerbewältigung, klar, absolut. Ah, schön, ey. Lassen wir es eben. 12 seconds later. Wartet mal. Es ist so schlecht. Es ist so schlecht. Dieser verdammte Lügner! Warum lügt er uns ins Gesicht? Was ist denn los mit diesem Menschen? Wirklich, ihr müsst euch überlegen, der lag da, ne? Übrigens einfach nur super sexy, wie er da liegt. Er lag da auf seinem Sofa oder keine Ahnung wo. Ey, und dann denkt er so, ja komm, jetzt musst du mal wieder einen gucken lassen. Und dann erstmal die Hand vor der Kamera, ne? Darf ja keiner sehen, ist ja auch sehr unauffällig, ne? Klar. Und dann
geh mal weg jetzt. Hey, ab. Ja, was ist nur los mit diesem Mädchen? Du musst dich überlegen, er lag da und er hat dann erstmal wirklich wieder allein im Raum so getan, als ob da jemand wäre. Und da muss ich wirklich mal wieder Gedanken machen, um Rainer sein, ja, ich sag mal Zustand, ne? So mentalmäßig. Bruder, die Oscar goes to. Ja, Thomas, du hast recht. Da ist niemand im Hintergrund. Verdammt. Auf. Guck mal, da hat er einmal die Wahrheit gesagt. Da ist niemand im Hintergrund. Ja, das ist auch absolut true. Du musst lachen. Du hast was angestellt. Halbe Stunde noch, dann bin ich da, okay? Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock hab! SKKRSK Ravanzuckersteuer? Du geiles Stück. Skirskir kommt das Sprachprogramm scheinbar nicht drauf klar. Oh Gott. Nachrisuko, vielen Dank für die Unterstützung. Zuckersteuer kommt, wenn sie kommt. Ey! Ich sollte mich vielleicht muten, wenn ich rede. Hm? Okay, Leute, ich muss jetzt. Ich muss jetzt aufhören. Ich hab schon gesehen. Ja. Psst, oh Mann. The very next evening. Hast du dir eine Freundin? Nein, ich bin Single. Und sagt, ja, 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 Schatzi, alles klar. Ist das peinlich. Alles klar, das mache. Alles klar, bis nachher wahrscheinlich. Oh, behave. Wer war da gestern dran? Da war gestern niemand. Und heute ist da auch niemand. A few moments later. Hier ist deine Freundin, kommst du ins Bett, sonst Kissenwurf. Oh, Schatzi, bitte noch 5 Minuten, bitte. Aber bitte nicht hier, ich muss noch Sachen machen, Mann. Ach Gott, dein Name, es tut mir so leid. Narisuko, nochmal vielen lieben Dank für die Unterstützung. Wirklich sehr schlecht. Ich möchte es nochmal für die Leute, die es nicht verstanden haben, erklären. Er legt sich da ein Handtuch vorher schon zurecht. Dann tut er so, als ob seine imaginäre Freundin da reinkommt. Dann, ja, noch macht er das so ein bisschen hin und her, ne? Guckt so, als ob da wirklich jemand wäre, bla bla. Dann greift er neben sich das Handtuch. Ja, und tut so, als ob ihm das
die Freundin, die nicht da in diesem Raum steht, gegeben hätte. Und da bin ich wirklich so am Überlegen, ist das nicht relevant für eine geschlossene? Also mal ehrlich. Weil ich frage mich, war für Rainer vielleicht wirklich da gerade eine Freundin anwesend, so in seinem Kopf? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. A few moments later. Ich sollte meine Räucherkerze anmachen, dass es jetzt so aufhört nachher, wenn sie wiederkommt. Also, kommt ja niemand, aber... nun holt dein Gast zu dir aufs Sofa. Da ist doch niemand, ich kann niemanden hier holen, den ich nicht hier habe. Und selbst wenn da jemand wäre, würde ich ihn garantiert nicht aufs Sofa holen. Märchenstunde fragt, kommt deine Freundin nicht immer random rein, um dir am Handtuch zu reichen, während du am... Ach, warte mal. Kannst du mal rausgehen? Ich brauche gerade kein Handtuch. Och, der Sonne ist schon wieder drin. Geh doch mal raus. Ja, na. Ja, 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 ich weiß. Ja, dann hol mir ein Badehandtuch. Ja, und schaff den Sonja raus. Kindergeld habe ich immer noch nicht bekommen. Verdammte Axt, etc. So, sorry, ich musste ganz kurz was Privates klären. Hier ist natürlich keiner, ne, dass du Bescheid bist. Neben mir. Das Kissen. Eine Ziehwaderne und sehr viel Einsamkeit. Was denn? Moment. Alles klar. Anschluss. Ich glaube, das gäbe Probleme, wenn ich mit jemandem, oder besser gesagt mit einer Frau, mit einer anderen Frau zusammen Filme schaue. Ja, das gäbe Probleme. Deine Freundin kann doch mitschauen. Was für eine Freundin? Ach so. Ja, nee. Ich glaube, das gehört dazu Stress. Ja. Das ist wirklich so unglaublich schlecht. Hör, welche Freundin? Ach so, ja, Ding. Klar, wirklich. Rainer sucht hier wirklich einen Therapeuten. Das ist ja ganz schlimm. Gameboy spielt. Jetzt hat sich die Tür aufgemacht. Nein, da ist niemand. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ein Schlaganfall kurz bevorsteht oder ob Rainer wieder irgendwie vermitteln möchte, dass deine Freundin aus Denken ist. Ich bin manchmal sehr unsicher und mache mir dann doch auch ein bisschen Sorgen. Ich finde so viel Wut gerade und auch Fremdscham. Es ist unglaublich schlimm. Vor allem, okay, wir nehmen mal an, da steht eine, ne? Was ja auch auf jeden Fall der Fall ist. So. Ne? Da stehen vielleicht sogar drei, weiß man ja nicht. Ne? Rainer, der untertreibt ja ganz gerne mal. So. Da stehen meinetwegen drei Frauen, ne? Und Rainer versucht jetzt mit denen zu kommunizieren. Man kennt es. Die steht daneben und du machst so. Rainer, Bruder, was ist da eigentlich los? Ich will lauter machen, dass ich hier nicht so viel Hintergrundgeräusche hört. Two very boring minutes later.
Ey, wirklich dieser lächerliche Clown. So, jetzt muss ich wirklich mal ranten. Es reicht, Alter. Ganz ehrlich, wirklich wie das letzte Kindergartenkind, das irgendwie versucht, eine Rolle zu spielen. Das regt mich so unnormal auf. Wie kann man denn? Wie kann man denn da sitzen und die ganze Zeit an sein Mikro halten und oh, Schatzi, Pupsi. Och nee, jetzt kommt die wieder rein. Ja, ich hab dir das schon gesagt gehabt. Ich brauche das riesige, große Badehandtuch. Da glaubst du, ich kann die 300 Kilo einfach in ein normales Handtuch einwickeln, Schatzi, Pupsi, Mausi, Hasi. Ja, geh mal zu der Mama Nübau. Hol mir mal mein Handtuch. Das ist, ja, vielleicht müsste ich langsam auch in die geschlossen. Ich glaube, ich bin auch nicht mehr ganz sauer. Es ist wirklich schön, wie man beobachten kann. Er sagt gerade nichts, weil er wirklich aktiv überlegt, was kann ich jetzt als nächstes zu mir in die Nähe tun, damit ich diesen Glauben aufrechterhalten kann, dass ich eine Freundin habe, die mich gleich mit irgendwas bewirft. Junge, wie geisteskrank ist das, Mann? Die taubstumme Freundin ausdenken, schmeißt das Kissen Zirkomflex. Ja, vielleicht ist es taubstumm gewesen, man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es wirklich so gewesen. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe! Alter. Reini schiebt mehr Psychose als Mogi. BS, meinen Namen spricht man Mecken aus Lieberwongel kleiner als 3. BS, es bleibt der Stream online. Ach, Bruder, lass das doch bitte mit dem Online. Megan, ich werde es mir merken. Ich gebe mir Mühe. Dankeschön für die Unterstützung, danke. So, Entschuldigung. Kurze Unterbrechung. Tabule, spiel mal ab. Well played, Rainer, well played. 1 minute 37 seconds later. Wirklich, das. Ich kann es halt nicht verstehen. Ich kann halt wirklich nicht verstehen, wie man als geistig gesunder Mensch, gut, wir reden von Rainer, ich weiß, bla bla, aber wie kann man da sitzen und dieses Schauspiel aufrechterhalten und kein Mensch glaubt es dir? Weißt du, wenn wenigstens ein paar Leute sagen und ja, okay, das könnte schon real sein, aber Rainer Schauspieler, das ist ja so schlecht und vor allem so übertrieben, dass es ja gar keiner glauben kann. Und ich sag's nochmal, wenn er an dieser Stelle, wenn er da eine Rolle spielen würde, ja, wenn er das als Rolle verkauft und am Ende sagt so, ey Leute, wie fandet ihr das? War doch ganz witzig, oder? Ey, dann wäre das doch total okay. Ne, dann ist es halt ein unterhaltsamer Stream, hihaha, alle haben über Rainer gelacht, aber das, am Ende kann er wenigstens über sich selber lachen, ja. Das ist doch auch das Wichtige. Aber natürlich nicht, Rainer will das als real verkaufen. Rainer will verkaufen, ey, yo, Leute, ja, ich habe hier eine heiße Schnecke, die hat Bock, die wirft hier gerne Sachen auf mich und die tänzt hier im Stream um mich rum, ja.
Das kannst du alles nicht aushängen. Nein, kein Fall. Nein. Bitte. Mensch. Nee, mach mal auf keinen Fall, Schatz. Bitte. Okay. Da ist niemand. Und wenn da jemand wäre, ja? Dann würde ich nicht zulassen, dass auch nur der geringste Teil von der Person in der Cam landen würde. Oder weißt du was? Schatz, nimm dein BH her. Zeigst du mit Vogel. Wahrscheinlich. Und da merkst du auch, dass Rainer liegt. Das ist genau die Scheiße, auf die ich keinen Bock habe. Da merkst du auch wunderbar, dass er liegt. Geh mal lieber zur Mama, zur Komplex. Geh mal lieber zur Mama, ehrlich, vielen lieben Dank. Da merkst du halt auch, dass Rainer lügt, weil wenn diese Frau real wäre, ja, oder wenn Rainer eine Freundin hätte, wisst ihr, was der Move von Rainer wäre? Er hätte die easy vor die Kamera geschleift, einfach nur, um allen da draußen zu zeigen, vor allem den Hatern, ey, guckt mal, ich habe tatsächlich etc. eine Freundin. Einfach nur, weil er das braucht. Er braucht das für sein Ego, den Leuten, die ihn ja so sehr hassen und sein Leben kaputt machen, zu zeigen, ey, guck, ich habe eine Mulle. Ja? Deswegen kann es schon von vorne bis hinten nicht real sein. Ich glaube, dass ihr es hier hört, wenn sie da drüben redet und nur leise redet. Hört ihr nicht, keine Chance. A few moments later. Mir ist egal, ob ihr mir das glaubt oder nicht. Das ist mir auch scheißegal, ob sie da ist oder nicht. Da. Wunderschön, wirklich. Wahrscheinlich, Rainer. Mir ist egal, ob sie da ist oder nicht. Und sie sofort so, wie bitte? Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Gehabt? Und Rainer so, oh, Baby, du weißt, du bist die einzige Mulle für mich. Ich sollte ein bisschen auf meine Wortwahl aufpassen. Da war gar nichts los. Am besten ihr ignoriert es einfach, was da gerade war. So laut, sonst hören sie sich wirklich noch. Ja. Ja. Die 15 Minuten sind ja fast drin. Meine Güte, ist die heute freundlich. Ich bin jetzt schon ruhig. Oh, Alter. 12 seconds later. So, jetzt wird es nochmal richtig unangenehm, ne? Ihr kennt es alle, Kissenwurf, bliblablub. Aber man sieht jetzt nochmal richtig schön, wie er es vorher vorbereitet und sein Theater drumherum. Oh Gott, ist das anstrengend. Die wollen jetzt gerade schon Kissen nach mir werfen. Aber ich bin ja auch bewaffnet. Boah, ey, ohne Scheiß, ne? Was zum? Alter! Schmeiß dich hier Kissen nach mir! Ey! Unangenehm. Unangenehm sein Vater. Vor allem diese leeren Worthülsen, die er vorher noch gesagt hat, nur weil er nicht weiß, was er gerade sagen soll, kurz vor der Aktion. So, boah, ne, Alter, boah, krass. Ne, und dann siehst du so richtig, wie er seine linke Hand, oder, warte, doch, ist die linke Hand, genau, wie er seine linke Hand bewegt und dieses Kissen selber auf sich schmeißt. Es ist so unglaublich unangenehm. Nein, sie wird nichts sagen, damit man ihre Stimme nicht erkennt. Sie wird auch nichts mehr werfen. Und das steht nicht. Und auch sonst nichts.
Abgesehen des Kissen, wo er geflogen ist, ist schwarz gewesen. Das, was ich auf dem Schoß gehabt habe, ist braun gewesen. Dummerweise hat sie jetzt beide. Wer die Wand? Ist sie hübsch? Es gibt keine schönere Frau für mich. Ach, Leute, mir ist egal, ob ihr glaubt, dass sie da ist oder nicht da ist. Sie wird nicht piepsen, sie wird sich nicht in die Kamera zeigen, sie wird nicht reden, sie wird nichts machen. Nicht, solange die Cam on ist und der Stream on ist. Einfach deswegen, weil es schlicht und ergreifend nicht sein muss, dass ihr wisst, wie sie heißt, wie sie hört, wie sie sich anhört, wie sie aussieht und so weiter. Sehr schade, ich hätte sehr gerne gewusst, wie sie hört. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Okay. One week later. Wo habe ich denn jetzt schon wieder gelogen? In Bezug auf deine Freundin. Also Punkt 1, ich habe nicht in dem Sinne gelogen, wie ihr es wieder von mir erwartet, böswillig, sondern ich habe gelogen, weil es euch nichts angeht. Vielleicht habe ich eine Freundin, vielleicht auch nicht. 2 days later. Wisst ihr Bescheid, er hat nicht unbedingt gelogen, er hat nur die Unwahrheit gesagt quasi. Ne? Er hat so den Apo-Red-Move gemacht, ich verstehe schon. Ja, wie geht's deiner Freundin? Der geht's gut. Die ist im Moment arbeiten. Die hat auch in 2 Stunden Feierabend. 3 days later. Ich würde Geld dafür zahlen, von diesem Stream in der Aufnahme vom ganzen Zimmer zu haben. Das muss ja ein richtiger Fiebertraum gewesen sein. Ey, oder jetzt stell dir erstmal vor, hinten irgendwie in der Ecke ist noch eine Kamera mitgelaufen. Du entdeckst heute die Aufnahme, dann siehst du einfach Rainer, wie er sich dieses Kissen vorbereitet und die ganze Zeit mit der Ecke redet. Oh mein Gott. Ist deine Freundin da? Wer weiß. Ist mir auch schon wach. Warte mal, du weißt, dass ich stream, ne? Kaffee? Der Küche müsste noch einer fahren. Ja, magst du mal mit? Alles klar. Warte mal, du weißt, dass ich stream, ne? In der Küche ist noch erwascht. Ja. Toast? Nee, habe ich keine Zeit. Musst du auch schauen. Musst du auch schauen. Mutti, jetzt mach dir doch bitte was zu essen und störe mich nicht. Ich sträbe gerade. Ich bin hier gerade hart am Arbeiten. Du kostet noch einen Fun. Warte mal, du weißt, dass ich stream, ne? Alles klar. Zahnarzt? Was? Nächste Woche. Kaffee fertig? Ich komme gleich zum Essen. Weißt du, was Endlevel gewesen wäre, wenn er sich so ein fertiges Frühstück schon vor dem Stream neben sich gestellt hätte und dann hätte er so gesagt, ach, du machst mir Frühstück, Schatzi, oh, das ist total lieb von dir. Dann wartet er so 20 Minuten, dann kommt die angebliche Freundin mit dem Teller und dann nimmt er aber den Teller neben sich, ach, Schatzi, du bist die Beste. So, weißt du, das wäre Endlevel gewesen, hätte er das gemacht. Ja, schon, aber... Ja. Ja, ich sitze mir nur dazu drin, einen Kaffee. Alles klar. Warte mal, du weißt, dass ich stream, ne? Hm, 8 bis 10 Minuten, okay? Alles klar. Ich weiß, Schatz, ich komme gleich. Kann die mal aufhören zu nerven? Der Mann muss arbeiten. Weißt du, der verdient da hart seine Brötchen, ja, seine Semmeln für seine Frau. Und die ganze Zeit, oh Schatzi, kannst du mal bitte kommen? Oh, bitte Schatzi. Oh, der Sohn braucht mehr Aufmerksamkeit, Junge. Der kann froh sein, ich bezahle ihn seine Klamotten, ja. Und alles, was wir brauchen für den Garten zum Verschönern, ja. Und da wird er die ganze Zeit gestört beim Geld verdienen. Das finde ich wirklich nicht in Ordnung. Gut. So, damit ist das Stream für heute auch mal beendet. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis dann beim nächsten Mal mit dabei.
wunderschön. Zusammenfassend kann man sagen, dass unser Rache schleunigst ärztliche Hilfe aufsuchen sollte. Für mich ist Rainer reine Definition von Psychose. Das Kissen wurde von Rudi geworfene Hammer. Von Rudis Geist höchstens. Merkel, vielen lieben Dank nochmal für die Unterstützung. Ja, Leute, und das war eins meiner Lieblingsvideos im Game. Ich find's einfach nur schön, weil da hat sich wirklich jemand Zeit genommen, diese ganzen Streams zu analysieren, zusammenzuschneiden und mal wirklich aufzuzeigen, wie unglaublich utopisch eigentlich Rainer seine Aussagen und ja, Aktionen sind. Ne? Den Kissenwurf kennt jeder, aber die ganze Vorgeschichte noch dazu, hier mit den Streichhölzern und Co. Und die Aussage hier, oh, mir geht's nicht so gut, oh, ich habe Liebeskummer, hä, was für ein Liebeskummer. Es ist halt wirklich maximal unangenehm. Ja, da wirklich gehen viele Props an den Videohersteller raus. Schaut bitte gerne mal unten in der Videobeschreibung vorbei und lasst da mal ein paar Grüße da. Am Ende gibt es natürlich noch die Kanalmitglieder ab Wonga Level 10. Da haben wir den Maximilian Leibniz, Pinguin 1995, German Grizzly, der Eggländer, Lost Hope, Katzenmulle, Dinkelberg, Rindu Senpai, Rathalos, Black Phoenix, der brennende Mikrowellenmuffin, Syndemix Game Pro, Horst Kevin Blender, Torben Süd, Barca Alone und natürlich, ich bin ja der Drache, verdammte Axt. Vielen lieben Dank für euren ehrenhaften Support.